andere Regionen. Also von daher trotzdem, auch was gut ist, muss immer noch verbessert werden. Und diesen Anteil wollen wir hier auch gerne leisten. 3 Monate haben wir an diesem Werk gearbeitet. Und wer jetzt sagt, naja, es war eigentlich nur so ein Bahnsteig. Ja, es ist ein Bahnsteig mit der entsprechenden nötigen Höhe, also die wir entsprechend aufsteigen können. Aber wir mussten natürlich auch Beleuchtungsanlagen schaffen, wir mussten die Signaltechnik anpassen. Das ist etwas, was der Laie jetzt immer nicht so sieht, aber auch das ist nötig. Und wer jetzt sagt, habt ihr euch eigentlich nur auf schönes Wetter eingerichtet? Natürlich wünschen wir dieser Station, dass hier immer die Sonne drüber scheint, aber es kommt natürlich auch nicht so schön hin. Das ist allerdings heute noch nicht da. Brauchen wir aber. 3 Monate und man sagt ja immer, Gewohnungen heute dauert alles wahnsinnig lange. Der Vorlauf dieser Station ist auch tatsächlich schon ein bisschen länger, aber meine Mitarbeiter haben mir vorhin hier weiter aufgeschrieben. Das ist jetzt die Entschuldigung. Als die Bahnstrecke hier zwischen Potsdam und Potsdam sind, hat man tatsächlich 20 Jahre gebraucht, um überhaupt die Trassenführung zu einigen. Damals waren es immer 2 Länder, die zwischendurch, Mecklenburg auf der einen Seite, auf der anderen Seite Preußen bis Vorpommern. Und das hat man also offensichtlich auch damals schon etwas intensiver diskutiert. Also lange Planfeststellungsverfahren, lange Planvorläufe sind kein Faktum der Neuzeit, sondern das hat sich auch schon vorher gegeben. Warum ist es so wichtig für uns? Wir als Bundesland sind als ein Flächenland und für uns sind natürlich nicht nur die Städte wichtig, wie Rostock-Schwerin, sondern für uns ist auch wichtig, dass wir gute Anbindung im ländlichen Raum haben. Und deshalb, lieber Kaschmar, Herr Kaschmar, die Deutsche Bahn erschreckt uns mit keinem Investitionsprojekt. Im Gegenteil, wir wünschen uns, dass die Deutsche Bahn viel investiert in die Infrastruktur, in die Bahnhöfe in unserem Land. Denn wir als Landesregierung wollen den Menschen nicht das Auto verbieten, sowas ist Quatsch und wird es mit uns auch nicht gehen. Aber wir wollen, dass wir die Bahn, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur einfach attraktiver machen. Als Alternative, als Angebot. Wir sind fest davon überzeugt, wenn es attraktiv ist, wenn man Anschluss hat, wenn es gut funktioniert und auch bezahlbar ist, dann ist es halt eine gute Alternative und dann kommen wir auch bei diesem Thema voran. Das ist ja für uns schon ein Herzensprojekt gewesen. Das hat ein paar Jahre gedauert, aber irgendwie sind wir dann doch sehr schnell vorbeigegangen. Wir hatten auch zwischendurch ein bisschen was mit Corona und so zu tun. Da war uns das dann plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Da hatten wir andere Dinge schwerpunktartig. Aber jetzt ist dieser schöne Tag da und heute Morgen bin ich mit meiner Tochter dann schon mal neugierig hier hergeluschert, weil da fuhr ja schon ein Zug. Wir haben geguckt, ob das schon mal aussteigt. Und da sind tatsächlich 2 Mitarbeiter ausgestiegen und 6 Gäste fürs Erlebnisdorf. Und das ist schon sehr früh morgens. Da haben wir gedacht, das ist ja schon mal wirklich ein mega Auftakt. Und man muss wissen, wir haben ja hier in Oberhagen, in diesem kleinen Ortsteil Burgshof, die Deutschlandzentrale von Karls. Wir haben ja hier eine zentrale Verwaltung, in der inzwischen 800 Mitarbeiter arbeiten und insgesamt arbeiten in der Stadt 600 Mitarbeiter. Glaube ich auch und diskutieren teilweise auch schon geheim intern, ob wir irgendwann das Wort über Bord schmeißen, weil wir sagen, also wieder Erdbeerhof, weil wenn alle Erdbeerhof sagen, warum soll es denn nicht aufhören? Ziehen, jawohl! Perfekt! Vielleicht das ist. Da sieht man sich mit der Tür. Ja, da rein.